Durch den Klimawandel schaut es in Zukunft stürmisch aus. Wetterextreme, wie Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h, kommen immer häufiger vor. Wie Sie sich in der Agraruniversalversicherung am besten gegen Schäden durch Sturm und Schneedruck absichern, erfahren Sie in diesem Video. Alle weiteren versicherten Risiken in der Agraruniversal werden in separaten Produktvideos vorgestellt. Sturmschäden werden in der Agraruniversalversicherung entschädigt, wenn der Ertragsverlust mindestens 30% beträgt. Alle in der Tabelle angeführten Ackerkulturen sind gegen Sturm abgesichert. Für jede Kultur ist eine Standardversicherungssumme pro Hektar festgelegt. Die Standardversicherungssumme ist von der vom Landwirt gewählten Variante Standard, Plus oder Spezial abhängig. Als Landwirt können Sie diese für Ihren Betrieb selbst anpassen. Die Standardversicherungssummen können in 10er Schritten bis 100% pauschal erhöht werden. Für Sturmschäden an Mohn gilt dieselbe Versicherungssumme wie für Hagel. Bei Mais und Sorghum wird nach Sturmschäden auch dann eine Entschädigung ausbezahlt, wenn der Ertragsverlust kleiner als 30% ist. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von 20%, wenn sich der Aufwand für die maschinelle Ernte durch Sturm mindestens verdoppelt. Bei Mais und Miscanthus wird nach Schneedruck in der Agraruniversal eine Entschädigung ausbezahlt, wenn die Ertragsverluste mindestens 30% betragen. Bei Schneedruck gilt dieselbe Regelung wie für das Risiko Sturm. Sie haben noch Fragen? Die österreichische Hagelversicherung ist gerne für Sie da. Wir sichern, wovon Sie leben.